Zulik ist mal wieder überladen. Ach, es läuft außen lang. Okay. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Einen weiteren Kuttenträger. Der hält mir bestimmt für seinen Bruder. Vater Tulli. Grüße, mein Sohn. Was kann Vater Tulli in dieser wunderschönen Reno-Nacht für dich tun? War eigentlich ist ja Tag, Vater. Himmel muss verschlafen haben. Hätte es doch sonst bemerkt. Was zum Teufel habe ich gerade gesagt? Wer bist du denn? Vater Tulli, zu deinen Diensten. Bin das geistliche Oberhaupt der guten, der Leute in Nubuhino. Und das kannst du erreichen, indem du dich betrinkst? Keineswegs. Früher habe ich's mit dem Alkohol gehabt. Aber die Abstinenzlervereinigung hat mir geholfen, diese schreckliche Gewohnheit aufzugeben. Oh, ich hab nicht... Jetzt bin ich auf dem geraden und beschwerlichen Weg, das verdanke ich Mrs. White, die Gute. Bin schon seit mindestens einem Monat trocken. Doch war es doch eine Woche? Mist, ich weiß es nicht mehr. Trocken wie Sand, hä? Wie viele Finger halte ich hoch? Starrt deine Hand an. Sinners 6 oder Sinners 3? Sehr gut, ist beides richtig. Sag mal, ich habe da noch ein paar Fragen. Fragen? Kann nicht behaupten, dass ich zu viel weiß. Frag trotzdem. Hast du schon mal von Bunker 13 gehört? Bunker 13? Keine Ahnung. Tja, ich meine, im Norden von hier gibt's Bunkerstadt. Ist das vielleicht das, wonach du suchst? Hey, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ja? Sag mal, entschuldige mal. Wenn ich frage, aber du hast nicht zufällig ein Fläschchen dabei. Ich brauche was für die Messe und mein Hals ist ein bisschen trocken. Klar, habe ich hier bitte. Vielen herzlichen Dank. Nimm Flasche, nimm deinen Schluck. Ah, tut mir leid. Worüber zum Teufel haben wir gerade geredet? Du hast gerade über deine Familie Bishop geredet. Die Bishops, genau. Macht hungrig. Die ganze Sippe liegt denen im Blut. Ist nur, der alte John Bishop ist so damit beschäftigt, die Stadt an sich zu reißen, dass er sich nicht um seine Geschäfte zu Hause kümmert. Geschäfte zu Hause? Schenkt seine Frau und Tochter keine 2 Sekunden. Kein Wunder, dass die ganz wild geworden sind. Kommt alles bei der Beichte raus, verstehst du? Was sagt Mr. Bishop so bei der Beichte? Tja, nicht so viel, aber außerhalb der Beichte höre ich so manches über den alten Bishop. Verschlagener Teufel, hat einen eisernen Willen, den hat er ganz schön hart. Ich glaube, der steckt hinter den Überfällen auf Bunkerstadt. Hast du davon gehört? Ja. Ignoriert mich. Siehste, vor ein paar Monaten schickt der Olle Bischof eine Karawane nach Bunkerstadt und schlägt eine Vernunft zwischen Bunkerstadt und Nubuhino vor. Und sie haben sich nicht geeinigt? Nee, Bunkerstadt hat gesagt, er soll sich in den Hintern stecken. Also kurz danach wird Bunkerstadt plötzlich ständig überfallen. Schnell, schmerzhaft und die ganze Zeit sitzt da ein Bischof und sagt, ich könnte ja helfen. Hä? Wenn ihr euch mit Nubuhino zusammentut. Bischof versucht also mit Erpressung. Ein paar Überfälle und ein paar Tote und Bunkerstadt könnte sich mit Nubuhino anfreunden. Nicht besonders subtil, aber wirkungsvoll. Was kannst du mir noch über die Bischofs erzählen? Die Bischofs, genau, macht hungrig und so. Geschäfte zu Hause. Was sagt Mrs. Bishop so bei der Beichte? Sie spricht doch nicht über mich, oder ich meine, weil es da nichts zu erzählen gibt, alles Lügen. Was kann man so erwarten? Kann von einer vernachlässigten Frau mit einem Körper, dessen Kurvenblinde heilen könnten, hauptsächlich Ehebruch. Ich meine, hast du ihren Vorbau gesehen? Meine Güte. Ja, netten Vorbau. Ich meine, was man so hört. Was kannst du mir noch über den Bischof erzählen? Sie hat nicht zufällig gesagt, mit wem sie Ehebruch begangen hat, oder, Vater?
Wer? Sicher hat es das erzählt, aber die Liste derer, mit denen sie nicht geschrieben hat, wäre einfach aufzuzählen. Die erzählt sie jedem, gibt damit an. Sag mal, wie war doch gleich dein Name? Mönche im Zölibat, so wie ich, haben keine Namen. Sag mal, ich habe da noch ein paar Fragen. Vater Tulli sieht die nun leere Flasche in seiner Hand an. Sag mal, ich werde nicht aufdringlich sein, Freund. Hast du nicht zufällig noch eine Flasche? Ja, klar, bitte. Ah, verdammt nett von dir. Du wolltest über Familie Bischof reden. Ja, die Bischofs, ja. Was sagt denn die Bischofs Tochter in der Beichte? Nichts über mich, nichts Schlimmes, hoffe ich. Oh, süße kleine Angela, kleine Hexe, kommt der Sache schon näher. Das Mädchen hat zu viele Hummeln im Hintern. Immer am Rumtreiben, treibt sie mit einem Helfer ihres Vaters, pumpt sich voll mit Jet. Ja, mit einem Helfer ihres Vaters, hat sie gesagt? Mit wem? Wer? Sicher hat sie das, erzählt, aber die Liste derer, mit denen sie nicht geschlafen hat. Okay, warte. Hier nochmal. Geschäfte zu Hause, tralala. Da gab's dann noch was. Jet? Fragezeichen. Teufelsblut, Verderben, falsche Sekrete, direkt vom Bumsen des Bösen, vom Busen des Bösen. Ja, Busen des Bösen. Du magst also kein Jet? Das Zeug bringt uns noch alle um. Kann mir kein anderes Zeugs vorstellen, trinkt, stößt auf. Die mehr Schaden anrichtet als Jet. Tötet Körper und Geist, diese elenden Mordinos. Was war das mit den Mordinos? Die Mordinos? Hält drei Finger hoch. Da gibt's zwei von. Hält die Hand hoch. Big Jesus. Hält die Hand niedrig. Und Little Jesus. Vater und Sohn. Die kontrollieren das Jet und die Frauen in Duino. Mhm. Erzähl mal was über Big Jesus. Jesus? Ganz schlimmer Bursche. Nimmt einen Stock und spült damit die Backen aus. Alle mit Sklaven, Jet und Dirnen. Der Einzige, der noch schlimmer ist, ist sein dreckiger kleiner Sohn. Sein Sohn? Little Jesus? Mistkerl, der ist wie ein Prärieflow. Zog Blut aus der Arbeit seines Vaters. Wenn der es übernimmt, wird das eine böse Sache für ganz Rio. Ganz böse, sag ich dir. Das könnte er nicht zusammenhalten. Jet, Dirn, wird alles zusammenfallen. Aha. Die Mordinos sind die Quelle des Jets und der meisten Dirn in Uino? Ja. Lächelt, leckt sich die Lippen. Hören. Beginnt den Flaschenhals zu streicheln. Und das Jet? Jet, ja, dreckiges Jet. Wir machen damit schreckliche Sachen, schrecklich. Radding, die Stelle. Nimmt einen Schluck. Alles für Gold. Jet? Was hatten wir jetzt noch nicht? Martinus, tralala. Also die Jetquellen kontrollieren die meisten Dirnen in Nuino. Achso, ja gut. Okay. Damit haben wir eigentlich alles über die erfahren, was ich gar nicht wissen wollte. Okay. Gucken wir mal, was wir hier sonst so finden. Einmal nix. Noch hier. Nicht ganz so viel. Hätte ja nix hier. Ja, ne, nicht mal leere Flaschen. Okay, da war ich drin, ne? Ja, genau, das war der. Der möchte gerne Quacksalber hier. Okay. Dann haben wir es soweit hier, ne? Sieht eigentlich relativ okay aus. Können hier nochmal ganz kurz gucken, ob wir hier noch irgendwie was machen können. Bei den ganzen Jedis. Ich glaube nicht. Da oben wahrscheinlich auch nicht. Ne, das ist viel zu kleiner Raum. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken uns jetzt nochmal das andere Casino an. Wo wahrscheinlich die Mordinos sind. Und wir wissen ja auch noch nicht, wo Papa Bishop ist. Ja. Mhm.
So, also gehen wir hier runter. Und dann gehen wir hier rein. Sind bestimmt auch ganz nett. Desperados. Ja doch, ey, ich bin's. Eine von Mordinos Männern. Tatsächlich. Lil Jesus Mordino. Hey, willst du was, amigo? Wer bist du denn? Ich? Wenn du fragen musst, hey. Heiße Jesus. Jesus Mordino. Wie mein Vater, er ist Big Jesus. Oberhaupt des gesamten Familie Mordino hier in Reno. Die meisten nennen mich Lil Jesus, wegen der Verwechslung, verstehst du? Okay. Familie Mordino, wer sind die denn? Familie Mordino? Du hast zu viel Chat-Intos, Junge. Wir Mordinos reagieren in Reno und Wedding auch. Ach so. Hört sich an, als sollte man sich mit der Familie Mordino zusammentun. Oder so. Hört sich an, als hätten die Mordinos eine strahlende Zukunft. Sag, ich hab da ein paar Fragen. Pult mit seinem schmutzigen Fingernagel an den Zähnen. Ja? Ich suche Arbeit. Sieht die prüfend an und nickt. Wir suchen immer frisches Blut, besonders Blut, das bereit ist, Blut zu vergießen. Wenn du verstehst, was ich meine. Geh nach Hause, red mit meinem Vater, sag ihm, ich hätte dich geschickt. Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Okay, ich habe noch ein paar Fragen. Was kann man so in Reno noch so zum Relax machen? Das Desperado ist die Szene, Mann. Wir haben das Jet, die Spieler, die Action und wir haben die Putas. Direkt vor der Tür. Feucht und willig. Paradies, Mann. Paradies. Verstehe. Danke für den Tipp, Mann. Danke. Danke, Mann. Hey, danke. Okay. Ich weiß nicht, was ich von denen hier halten soll. Das ist Big Jesus Mordino, okay. Das ist ein Bildschirm. Was macht hier denn so ein Bildschirm? Im Regal haben wir auch mal wieder nix. Kaufen Sie jetzt auch nix. Eine von Mordinos Männern. Ich will mir jetzt nicht unbedingt das Regal da angucken. Bildschirm mit Kundenanzeiger, auf dem diverse Daten erscheinen. Wissenschaft. Ich lerne nichts. War irgendwie zu erwarten. Jede Menge von Martinus Männern hier auch. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Der Mann dreht sich zu dir. Er sieht fiebrig aus. Schweiß läuft über sein Gesicht und verschmutzt seine Kleider. Er starrt dich an. Offensichtlich wartet er darauf, dass du etwas sagst. Bist du Jesus Mordino? Der Mann spricht mit kratziger Stimme. Hey, bin Jesus Mordino. Du wirst mich mit Senior Mordino anreden. Eine Schweißperle tröpfelt von seiner Stirn. Was hast du mit mir zu schaffen? Ich habe mit deinem Sohn gesprochen, Senior. Mordino, ich suche Arbeit. Mordino beobachtet dich. Sehr gut. Ich habe Arbeit für dich. Nimm. Holt tiefkeuchend Luft, wischt Schweiß von seiner Stirn. Dieses Paket mit zu den Stellen nördlich von Reno. Gib's ja einem Mann, Ramirez. Komm dann zurück. Okay, hört sich ziemlich einfach an. Was ist im Paket? Bezahle dich nicht, damit du Fragen stellst. Okay, gut, okay, ich bin schon weg. Geh in Richtung Norden entlang der Virgin Street. An der Casinos vorbei. Folge einem Pfad, der aus der Stadt führt. Dann kommst du zu den Stellen. Geh jetzt. Okay, wir folgen seiner Wegbeschreibung. Ja. Du hast die Stelle erreicht.
Ein neuer Kettenzaun umgibt die beiden Farmeingänge. Guten Tag. Raus hier.